Ich begrüße ganz herzlich zur Ausstellung Invisible Inventories, zur Kritik kenianischer Sammlungen in westlichen Museen. Ich möchte ja auch ganz herzlich willkommen heißen die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Dr. Ina Hartwig, und die Präsidentin des Goethe-Instituts, Professor Dr. Carola Lenz. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie zugeschaltet ist, aber wenn, möchte ich auch ein herzliches Willkommen schicken an Nanette Snoop, Direktorin des Rautenstrauch-Joost-Museums Köln, die ja unsere Kooperationspartnerin ist. I would also like to welcome our Kenyan guests and would like to apologize in advance for the awful lot of talk in German language, which will follow now. But we had to bring together two formats, which we usually, without COVID regulations, would have kept separately, the official opening and the Frankfurt press meeting. Ja, wie ich eben schon in Englisch erklärt habe, nehmen wir heute an einer hybriden Veranstaltung teil, die eigentlich auf zweierlei Weise hybrid ist. Es sind einige Projektbeteiligte und Partner nur zugeschaltet, einige sind anwesend, aber auch die Formate, nämlich feierliche Abenderöffnung und lokale Frankfurter Pressetermin, der ist ja zusammengelegt und deswegen kann ich jetzt nur die unterschiedlichen Interessengruppen, die hier anwesend sind, um Geduld miteinander und vor allen Dingen auch mit uns bitten. Ich bin sehr dankbar für dieses Ausstellungsprojekt, denn es verbindet zwei Herangehensweisen, nämlich kritische Fragestellungen zur Sammlung und Objektdokumentation und gerade zu kolonialem Sammeln. Und es bringt außerdem hinzu künstlerische Perspektiven auf das Sammeln und die museale Arbeit. Daher entspricht dieses Projekt auch ganz wichtigen Arbeitsschwerpunkten am Weltkulturenmuseum, denn dieses Museum sammelt ja bereits seit den 1970er Jahren zeitgenössische Kunst, inzwischen nicht nur zeitgenössische Kunst Afrikas, sondern aus den Amerikas, Indonesiens und Ozeaniens. Und wir haben auch immer wieder Projekte entwickelt, wo wir zusammengearbeitet haben mit Künstlern und Künstlerinnen, die sammlungsbezogen gearbeitet haben. Zudem hat sich das Weltkulturenmuseum in unterschiedlichen Zusammenhängen mit der Provenienzforschung auseinandergesetzt. Es wurde ja gerade für die Öffentlichkeit besonders deutlich in unserer Ausstellung gesammelt, gekauft, geraubt, die vor einigen Jahren bei uns zu sehen war. Und so bereichert also Invisible Ventures ganz ungemein unsere Arbeit hier im Haus. Therefore, I would like to express our gratitude not only for the project itself, but also for the experience of new ways of learning and the gain of new insights, which are valuable not only for this project, but also for future projects. Our thanks go to the artists of the Nest Collective, Jim Juju and Shoki Gumi, the artists of the Shift Collective, Marian Nurgoni, Sam Hopkins und Simon Rittmeier. And I would like to thank the members of the National Museums of Kenya, Juma Ondeng, Njeri Gajihi, Lydia Nafula und Philemon Nyamanga. Und für seine Unterstützung möchte ich auch ganz herzlich Niklas Obermann danken. Dann möchte ich für Unterstützung und Finanzierung danken der Kulturstiftung des Bundes und begrüße hier Herrn Dr. Lutz Nitsche. Ich danke dem Goethe-Institut Nairobi und da besonders Anisha Soft und Sheila Akwani und möchte mich bei Clara Himmelheber vom Rautenstrauch-Joost-Museum für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Und für die Umsetzung bei uns im Haus gilt mein ganz besonderer Dank unseren beiden Afrika-Kustodinnen, nämlich Julia Friedl und Leonie Neumann, sowie Frauke Gathof, die bis zum Sommer bei uns in der Afrika-Abteilung ihr Volontariat durchgeführt hat. Frau Friedl und Frau Neumann befinden sich zurzeit in den Ausstellungsräumen, denn dort werden sie in die Räume einführen und mit Projektpartnern sprechen. Das können wir dann in der Übertragung auf dem Bildschirm verfolgen. Im Anschluss werden aber beide wieder hier bei uns sein, damit sie auch zum Schluss Fragen der Journalistinnen beantworten können. Und circa 15 Minuten haben wir dann zum Schluss noch Zeit für Fragen aus dem Chat für zugeschaltete Journalistinnen, die jetzt schon ihre Fragen schriftlich einreichen können. Zunächst möchte ich aber jetzt Frau Dr. Ina Hartwig das Wort erteilen und im Anschluss wird Frau Carola Lenz dann an uns das Wort richten. Bitte schön, Frau Hartwig.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Rabe, liebe Frau Professor Dr. Lenz, liebe Carola, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Hybrid-Eröffnung und zugleich Pressekonferenz, das hat Frau Dr. Rabe ja eben schon dargestellt. Ich denke, da haben wir alle inzwischen ziemlich viel Übung nach der Zeit der Pandemie für alle möglichen Formen der Zusammenkunft, außer dass man mal wieder so richtig normal beieinander ist, ohne Maske und ohne Furcht. Aber das kommt wieder, da bin ich ganz sicher. Ich habe im Moment so das Gefühl, es liegt wieder ein bisschen Zuversicht und Aufbruch in der Luft, was das Kulturleben angeht. Ja, wir eröffnen heute tatsächlich im Weltkulturmuseum Invisible Inventories zur Kritik kenianischer Sammlungen in westlichen Museen. So heißt die Ausstellung. Es ist eine Ausstellung über kenianische Objekte, die sich nicht mehr in Kenia befinden. Die Ausstellung reflektiert diesen Verlust durch wissenschaftliche Untersuchungen, Kunstwerke und Aktivismus. Die Ausstellung zeigt die Forschungsergebnisse des International Inventories Program, IIP, ein Projekt, das seit 2018 kulturelle Objekte aus Kenia in westlichen Museen untersucht. Ein zentrales Werkzeug dieser Untersuchung ist eine Datenbank, in der aktuell über immerhin 32.500 Objekte erfasst sind, die in 30 Institutionen weltweit aufbewahrt werden. Stichworte zu Ausstellung und Projekt sind, Sie kennen diese Stichworte, Restitutionsfragen, aber noch viel mehr Transparenz in den Museumsarchiven durch den Ausbau digitaler Datenbanken und vor allem Kommunikation auf Augenhöhe. Die Ausstellung stellt durchaus kritische Fragen. Was bedeutet es für Kenia, dass so viele seiner kulturellen Objekte fehlen? Und umgekehrt, was bedeutet die Anwesenheit für die Museen, in denen sie sich derzeit befinden? Neben der Ausstellungspräsentation steht im Zentrum des Projekts also auch die kontinuierliche Weiterentwicklung einer Datenbank aller kenianischen Objekte, die sich in den Museen Europas und Nordamerikas befinden. Ernste und herausfordernde Themen also. Und dennoch habe ich mehrfach Grund zur Freude, da es hier auch um Kooperation und Kontinuität der Aufarbeitung geht. Wir haben es mit einem internationalen Projekt zu tun, bestehend aus kenianischen und europäischen Künstlern und Künstlerinnen und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Kooperiert haben drei Museen, das Nairobi National Museum, das Rautenstrauch-Jöst-Museum. Schön, dass Sie da sind. Ich habe Ihren Namen eben nicht ganz... Himmellieber. Frau Himmellieber. Welcome in Frankfurt. Aus Köln und das Frankfurter Weltkulturmuseum sowie das Goethe-Institut, deren Präsidentin heute bei uns ist. Besondere Erwähnung verdienen aber die Künstlerkollektive Shift und Nest. Sie haben das Projekt gegründet und die Kooperation mit allen Museen geschlossen. Daraus entstand eine Ausstellung, die immer wieder verändert an drei Orten gezeigt wurde bzw. wird. Zuerst in Nairobi, das war von März bis Mai, dann in Köln von Mai bis August und nun bei uns in Frankfurt. Ich begrüße diese Form der Zusammenarbeit außerordentlich, die nicht zuletzt auch den Anspruch auf Dialog umsetzt. Was ist in Frankfurt zu sehen? Das Weltkulturenmuseum zeigt Werke der Künstlerkollektive The Nest und Shift, Interviews mit Mitgliedern lokaler Gesellschaften in Kenia, Filmmaterial der vom Projekt organisierten Diskussionsrunden sowie Ergebnisse der gemeinsamen Forschung an Sammlungsobjekten. Aus der Afrika-Sammlung des Weltkulturenmuseums sind 7 Objekte und ihre Biografien zu sehen, gesammelt im 19. und 20. Jahrhundert aus ganz unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass sich dieses Projekt durch seine Vielstimmigkeit auszeichnet, wobei kenianische Stimmen im Fokus stehen. Die beteiligten Kustodinnen dieses Hauses geben uns im Anschluss einen Einblick in die Ausstellung. Das hat Frau Dr. Rabe ja auch schon angekündigt. Außerdem werden die Künstlerinnen und Künstler, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre gemeinsame Forschung und die speziell für die Ausstellung entwickelten Kunstwerke sprechen. Des Weiteren ist diese Ausstellung hier in Frankfurt auch ein Beispiel für die Kontinuität unserer Kulturpolitik. Der Kulturpolitik eben in diesem Themenbereich. Und sie belegt einmal mehr die inhaltliche Auseinandersetzung des Weltkulturenmuseums mit Kolonialismus und seinen Folgen bis in die Gegenwart.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unsere Pressekonferenz im Juli zur Rückgabe des Lakota-Lederhemdes aufgrund ethnisch-moralischer Überlegungen, aber auch an die beiden Ausstellungen hier im Weltkulturenlabor, die der heute eröffneten vorausgingen. Hidden in Plain Sight, vom Unsichtbar machen und sichtbar werden, sowie In Plain Sight, ich bin sichtbar. Auch hier ging es um die Aufarbeitung des Kolonialismus und seine Auswirkungen bis in die Gegenwart. Doch zurück zur aktuellen Ausstellung zu Invisible Inventories. Ich darf das Wort nun gerne an Professorin Carola Lenz weitergeben. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Hartwig, liebe Ina, liebe Frau Dr. Rabe, lieber Herr Nitsche, liebe Kuratorinnen und Kuratoren aus Nairobi, Frankfurt und Köln, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, online hoffentlich zahlreich, hier in diesem herrlichen Raum, holzgetäfelt, den ich noch von vielen Veranstaltungen aus meiner Frankfurter Zeit kenne, sind wir ein sehr überschaubares Grüppchen. Es ist nicht tragisch, dass die Objekte nicht hier sind, aber es ist tragisch, dass die Wissenssysteme und Kulturen, die diese Objekte produziert haben, nicht mehr in ihrer ursprünglichen Weise existieren und so, wie sie unter kolonialen Systemen erniedrigt oder zerstört wurden, werden diese Objekte nie in der gleichen Weise produziert werden. Das sagte der Kurator Sam Hopkins bei der Ausstellungseröffnung von Invisible Inventories in Nairobi im März diesen Jahres. Viele der in Nairobi ausgestellten Vitrinen blieben leer. Das machte die Abwesenheit wichtiger kenianischer Kulturobjekte auf eindringliche Weise sichtbar. Es zeigte, dass der Kolonialismus tiefe Brüche in der kenianischen Gesellschaft provoziert hat. Er hat Kontinuitäten kultureller Traditionen gefährdet oder auch zerstört. Und im Gegensatz dazu sind die Depots und Vitrinen in deutschen und europäischen Museen reich gefüllt. Nicht in dieser Ausstellung, hier gibt es keine Originalobjekte zu sehen oder jedenfalls nur sehr ausgewählte. Aber generell sind unsere Depots und Vitrinen reich gefüllt mit Kulturobjekten aus ehemaligen Kolonien, aber auch durchaus aus den Ländern nach der Unabhängigkeit. Und die Ausstellung Invisible Inventories im Raudenstrauch-Joost-Museum in Köln und nun heute hier in Frankfurt zeigt jedenfalls zum Teil und reflektiert über diese Objekte, die in Kenia fehlen. Wie schauen wir das an, was oft nicht rechtmäßig in unseren Museumsvitrinen steht? Wie präsentieren wir, die Erben der kolonialen Regime, diese Objekte? Und wie gehen die jeweiligen Herkunftsländer mit ihrer Abwesenheit um? Invisible Inventories thematisiert diese Ambivalenz von Abwesenheit und Anwesenheit auf eindringliche Weise. Das kooperative Projekt, Ina Hartwig hat das schon erwähnt, das es kenianische und deutsche Kuratorinnen und Künstlerinnen zusammengebracht hat, dieses Projekt konfrontiert uns in einer komplexen Weise mit einer gewaltbelasteten kolonialen Geschichte. Es ermutigt uns aber auch, und das ist die andere Seite, was es leistet, Objektbiografien zu erkunden und mögliche neue zukunftsweisende Verbindungen auszuloten. Ich freue mich daher sehr, dass ich heute hier ausnahmsweise mal live bei der Eröffnung der dritten Station der Ausstellung dabei sein kann. Ich war vor wenigen Tagen in Berlin im Humboldt-Forum und habe die beeindruckende Rede von unserem Bundespräsidenten gehört und auch von der wunderbaren Autorin Adichie, die nochmal dieses Thema Kolonialismus breiter auch angegangen sind. Und ich denke, wir können schon sagen, dass die Diskussion um die Rückgabe kolonialer Objekte in den letzten Jahren ein gutes Stück vorangekommen ist, auch mit vielen Veranstaltungen hier, zum Beispiel in Frankfurt, die Ina Hartwig erwähnt hat. Und
die ich auch mitverfolgen konnte im Netz oder eben auch früher live. Viele Museen und kulturpolitische Einrichtungen in Europa und Deutschland hinterfragen und beforschen inzwischen intensiv ihre eigene Sammlungsgeschichte und suchen neue Formen für ihre museale Ausstellungspraxis. Doch die kontroversen Diskussionen um die Eröffnung der ethnologischen Sammlungen des Humboldt-Forums letzte Woche zeigen, dass auch viele Fragen nach wie vor ungeklärt sind und kontrovers debattiert werden. Insbesondere mit Blick auf die Rückgabe von Objekten, aber auch mit Blick auf angemessene, vielstimmige, vielschichtige Präsentationsformen ist noch viel zu tun. Und ich glaube, wir müssen weiterhin globale Machtstrukturen hinterfragen und uns weiter dekolonisieren in schmerzhaften Auseinandersetzungen. Und ich glaube, diese Debatte wird uns nicht verlassen. Ich glaube, es wird keinen Punkt geben, an dem wir dann sagen, es ist jetzt mal fertig. Die enge Kooperation der deutschen und kenianischen Partnerinnen im International Inventories Program zeigt hier eindrucksvoll, wie mit vielen Stationen, mit Zeit, mit Geduld, mit gegenseitigem Zuhören eine vertrauensvolle Arbeit, Zusammenarbeit und ein offener Austausch zwischen afrikanischen und deutschen Museen funktionieren können. Seit 2018 geht die Arbeit zwischen den involvierten Künstlerinnen, Kollektiven, Museen und dem Goethe-Institut weiter und immer wieder um mit der Frage, wie abwesende Kulturobjekte in Kenia wieder zugänglich gemacht werden können. Die Ausstellung ist ein zentrales Ergebnis ihrer Arbeit. Ein weiteres wichtiges Resultat ist die umfassende Datenbank, die auch schon erwähnt wurde, von kenianischen Objekten in aller Welt, die mittlerweile mehr als 30.000 Objekte umfasst. Und das ist ein bedeutender Schritt für einen offeneren Zugang aller Interessierten zu den Archiven und Sammlungen. Und wir brauchen, finde ich, noch viel mehr von solchen Initiativen, auch außerhalb von Frankfurt und Köln und Nairobi. Bevor wir nun gemeinsam mit den Kuratorinnen die Ausstellung kennenlernen, möchte ich auch von meiner Seite allen beteiligten Partnern in Kenia und Deutschland für die gute Zusammenarbeit danken. Durch ihre Tatkraft und ihre Ideen haben sie einen wichtigen Meilenstein in der komplexen Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit geleistet. Und mein Dank gilt natürlich auch der Kulturstiftung des Bundes, die dieses Projekt wie viele mit dem Goethe-Institut unterstützt hat. Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Ausstellung und anregende Diskussionen, in der Regel wohl in verschiedenen Seekontexten und Rezeptionsgemeinschaften, die hoffentlich an heimischen Computern und Fernsehern entstehen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank für die einleitenden Reden und die Begrüßung. Ich befinde mich hier im unteren Teil der Ausstellung. Die Ausstellung hier im Weltkulturmuseum ist ein Ergebnis des International Inventories Program und ist eine von drei Ausstellungen, die stattgefunden hat. Die erste hat in den National Museums of Kenya in Nairobi stattgefunden und dann die zweite im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Alle Ausstellungen hatten das Ziel, weitere Perspektiven und Stimmen in die Debatte einzubringen, in die Debatte um die Aufarbeitung des Kolonialismus und die damit zusammenhängende Restitutionsfragen. Auch in dieser Ausstellung im Weltkulturmuseum geht es darum, vor allem im unteren Teil der Ausstellung beschäftigen wir uns damit oder zeigen die kenianischen Perspektiven und wollen die Stimmen der Kenianer und Kenianerinnen zeigen. Das versuchen wir einmal durch Statements und Beiträge, die bei den Object Movement Dialogues zusammengekommen sind, durch Statements an der Wand. Die Object Movement Dialogues waren Diskussionsrunden und Panelrunden, die in der Laufzeit des Projektes stattgefunden haben. Das wird ergänzt durch Film- und Videomaterial, das wir im Laufe des Projektes gesammelt haben. Und was der Kern eigentlich hier unten ist, sind die Kunstwerke von The Nest, dem kenianischen Künstlerkollektiv, das auch das Projekt mitbegründet hat. Aber was die Kunstwerke zu bedeuten haben, das können uns eigentlich Jim Chucho und Njoki Ngumi selber referieren. So, dear Njoki and dear Jim, thank you for being here and welcome. And could you tell us more about your artworks that were created for the exhibition? Well, thanks for having us. We are really glad to be here to present our work from Nairobi all the way there in Frankfurt. I think to summarize, the
the artworks that we collaborated to create for this exhibition were pretty much about bringing life to that database of 32,000 records, because we realized that a database can be quite a boring thing, just text and words. And so we were always interested in how do we unpack this for the audience. And I think Njoki and I really enjoyed having a chance to revisit our history with agency and to tell a different story about our past. Njoki? I think the thing that was really, really wonderful was being able to truly understand just how many agendas history is written with, and being able to unpack those from our own points of view, and to give ourselves the permission to have an agenda as well. And that if our agenda is decolonization, then we do have to come down quite hard on the colonial intentions that are in some of these historical texts, some of these historical references, in some of these stories of these people. Another thing that was really interesting for us to kind of unpack was the different kind of what we might call value chains that colonial intention came from. It was really interesting to see that colonialism wasn't just about, and of course for us in Kenya, because we are unfortunately a colonized state, these are things that we learn in our history, but then to just kind of unpack this from a different perspective and as adults, it was really interesting to see that it wasn't just soldiers and kind of colonial administration. It was also about doctors. It was also about anthropologists and artists. We also really unpacked the idea of ethnographies and who gets to define ethnographies as another place where deep colonial agendas tend to be exercised. And we were really, really interested in trying to unpack that for ourselves. I think one of our kind of ending reflections as this exhibition comes to a close is definitely what the place for a new way of museuming can be, a museuming that's not necessarily predicated on having to keep stolen things or having to make excuses for keeping stolen things, but a way that is really interested in finding multiple ways to tell true stories, not necessarily keeping or whitewashing one agenda, as well as trying to unpack what stories of the future we can tell, whether it's possible to tell speculative stories, not stories that just glorify the archive. So there are different ways of archives, the different ways of storytelling, and this is a really exciting moment for us to be able to have come to these conclusions after this period of time. Jim? Yeah, so we are hoping that the works are useful for your context, because they were very useful in the Kenyan context, and we hope that these works create some kind of understanding between societies, because I feel like that's one of the things that's really been lacking in this conversation, understanding between people. Thank you. Absolutely. Herzlich willkommen im oberen Teil der Ausstellung. Hier in diesem Raum befindet sich das Kunstwerk Simbambili, das sich mit der Geschichte der zwei Löwen von Tsavo auseinandersetzt. Das Kunstwerk ist eines der Werke, das das Künstlerkollektiv Shift geschaffen hat. Und die sind speziell für diese Ausstellungsreihe entstanden. Das Künstlerkollektiv Shift hat auch das Projekt IIP mitinitiiert und setzt sich zusammen aus Marian Nurgoni, Simon Rittmeier und Sam Hopkins. Leider können heute Marian Nurgoni und Sam Hopkins nicht teilnehmen an der PK. Deswegen möchte ich gerne das Wort an Simon Rittmeier übergeben, der uns Näheres erzählen kann über die Kunstwerke, die sie für diese Ausstellungsreihe geschaffen haben, und die Rolle von Shift allgemein in diesem Projekt. Ja, danke, Julia. Hallo an alle. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist schön, dass wir hier virtuell diese Pressekonferenz und die Eröffnung haben können und aber auch im Haus Journalisten sind. Das ist wunderbar. Genau, Julia hat ja schon erzählt, dass wir eigentlich drei Künstler in diesem Kollektiv sind. Wir stehen hier vor einer Arbeit, die Marian Nurgoni und Sam Hopkins gemacht haben. Die heißt Simbambili, da werde ich gleich was dazu sagen. Bevor ich das tue, möchte ich allerdings zunächst einmal den zwei deutschen Museen danken. Das ist einmal das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und das Weltkulturmuseum hier in Frankfurt, weil von Anfang an
ein großes Vertrauen da war in dieses Projekt und sie sich eingelassen haben auf dieses Experiment, was doch von Anfang an eher ein Denkraum war und ein intellektueller Raum, in den wir uns begeben, wo alle nicht so genau wussten, was es eigentlich ergibt im Endeffekt. Und sie haben sich auf dieses Experiment eingelassen und das war wunderbar. Und dass dann auch das Goethe-Institut dazu kam und an uns geglaubt hat oder an diese Idee, das hat uns hat das erst möglich gemacht. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass hier die dritte Ausstellung jetzt wirklich stattfindet. Genau, das International Inventories Program, ich glaube, es wurde heute schon einiges darüber gesagt, was positiv ist. Es ist allerdings auch natürlich ein Unternehmen, was nicht unbedingt einfach war. Und ich finde auch wichtig, dass man darüber auch spricht und dass wir das auch transparent machen. Es war deswegen nicht einfach, weil es natürlich immer noch Machtverhältnisse gibt, mit denen auch wir uns auseinandergesetzt haben, die nicht gleichberechtigt sind. Das Geld, das in das Projekt kam, war wieder aus ein europäisches Geld, das aus dem Westen kam. Und wir haben, wir mussten damit umgehen und es gab auch einige Konflikte. Das ist ganz klar, wenn so ein Projekt so lange läuft. Und ich freue mich oder ich finde es auch mutig im Nachhinein von uns, dass wir gesagt haben, zum Beispiel auch wir kuratieren das gemeinsam. Die Ausstellungen werden als eine gemeinsame Kuration umgesetzt, was eigentlich sehr, sehr schwierig war im Nachhinein und uns vor viele Herausforderungen gestellt hat. Nicht nur, weil wir an unterschiedlichen Orten waren, sondern eben auch, weil es unterschiedliche Positionen gibt. Und ich glaube, das ist das sozusagen der Kern von IIP ist, dass es so wahnsinnig viele Positionen gibt und ein so breites Spektrum an Meinungen. Und dieses Spektrum an Meinungen und diese Positionen, seien es die der Wissenschaftler, seien es die der Künstler, sollen hier präsent sein und sollen wiedergegeben werden. Hi Simon. Hello Marian, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. So let's speak very shortly about the works that we have done as SHIFT within the larger IIP project. So we as SHIFT, we have worked in different configurations because Sam Hopkins, who is not here today, has produced a work with you and also another one with me. And so can you tell me super briefly about your work, which is entitled Topography of Loss? Yeah, A Topography of Loss basically is virtually us shouting into the museum and listening to the echo. So I have this idea that the objects themselves, they are loud and they are constantly there's murmur or there's voices and us now coming to the museum in Cologne and shouting and listening afterwards what is the echo that comes back. And what we found is empty shelves. So we removed certain objects and we looked at the shelves and the way they are preserved, and these empty shelves helped us to articulate a language on how to describe that the presence of these objects today in Germany, like, because it was quite difficult to find a way to describe the presence. And now then we transformed the form that we found in the shelves into a kanga that we printed in Nairobi, and that is now traveling. So it's changed its form, or we let it change its form, and it's amazing to see what happens now with this kanga that can travel. And you, what is your project about? It's called Simbambili, and it's about the lines of Tsavo. Yes, Simbambili, it's which means two lions in Kiswahili. It revolves about the story of two real lions which existed in 19th century in Kenya,
who attacked a camp of workers who were building the railway between Kenya and Uganda, which was a major British infrastructure. And so they became a major threat to this construction because they were killing people. And finally they were shot and they became a kind of trophy for the guy who shot them and who wrote a book after that. And after a trajectory, they are now in the Field Museum in Chicago, which is a natural history museum. And they are there since 1925, so almost a century. And so it seems at first sight a very colonial history, you know, white men shooting a lion, so the story of hunting and so on. But then when we delve into the story, we discover much more around the story and many questions which are very contemporary. And just to bring one, what we were very much interested in working on is the question of our relation to nature, to African nature, and the way this lion somehow bring together things that seems to be in separate areas, the way we manage object, African object, and the way in which the West still dictates a way of managing nature. And so through their trajectory yesterday and today, we can bring up questions which are really fundamental to our days now. And of course, there's a question also of repatriation, because Kenya in the past, and it seems also in the present, is would like to somehow to bring those lions back. So what this story shows, the story of this repatriation case, is also that there are multiple kinds of things that African countries may want to bring back. And here we have not an object. And so somehow this also expands our imagination or knowledge of what can be important for countries, African countries, to have there within their borders. Okay. So we are wishing you a nice opening and enjoy the exhibition. Ja, neben den künstlerischen Beiträgen in der Ausstellung der International Inventories Program haben auch die beteiligten Museen gemeinsam eine Provenienzforschung gemacht zu ausgewählten Objektbeständen. Die Museen waren die National Museums of Kenya, das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und eben das Weltkulturmuseum in Frankfurt. Gemeinsam haben wir ausgewählte Objektbiografien erforscht und zusammengetragen. Die deutschen Beteiligten haben sich hierbei eher auf den Weg der Objekte in die Sammlungen beschäftigt. Die kenianischen Kollegen haben vor allem sich um den Gebrauch und die Bedeutung gekümmert und haben gleichzeitig auch mit Communities in Kenia Gespräche geführt, haben mit ihnen über die Objekte gesprochen und haben so eben auch einen neuen Dialog eröffnet. Dazu kann uns aber am besten noch Juma Ondeng mehr erzählen. So, dear Juma, thanks for being here and welcome. Could you tell us more about the research and the project itself? Good evening, distinguished guests and team members of IIP. Researching on object biographies was a collective effort, and one of the things that came out is that when people work across nations, there are a lot of information that we bring on board. So there are two aspects that was involved in researching object biographies. We have the initial documents that were based in Germany with our German colleagues in Walter Kulten Museum and also Art Museum in Cologne. And the information that came with this were also in German language, which we could not access. Fortunately, the synergies that we created by working jointly meant that we had a better access to the original archival materials that were domiciled in Germany.
Unfortunately, that information in Germany did not come with a lot of cultural information about the objects. So the cultural significance of these objects was missing from the databases. And so working together showed us that we add on not body of knowledge when we bring in our own expertise, our knowledge, and our, from our backgrounds together. But there's also the other element of this, because often when we look at collections that left the country, that left Kenya, we always think of them as having been acquired through problematic, violent means. And interrogating the collections and the database, of one of the things that came out is that even though there are objects that left the country in the pre-colonial, during colonial and pre-colonial period, there's also this element of collections that continued in the post-independence era. And it showed that we have curators who visited Kenya in the post-independence period and made some wonderful collections. And these are also stories that we need to tell, even as we work on stories of provenances and interrogating colonial connections. There are also those collections that were done in the post-colonial era that are of great interest, and they can add on to knowledge about how acquisitions have been done over time, but not necessarily through violent means that are associated with the colonial era. The other aspect that we did when we this research was also about connecting these objects with the communities where they came from. So it wasn't just about researchers working from Germany and from based in Nairobi, but we tended to move to communities and talk to them more directly, because we realized that as researchers, the body of knowledge also rests with communities. Some of the collections were so unique in that we, the researchers based in National Museums of Kenya, had no known experience, no lived experience of ever using or working with such objects. And therefore, the meaning of them, the knowledge of them, the cultural significance of them had been lost to us as researchers. And so taking them to community also was enlightening for ourselves, but also informed our but the body of knowledge about these particular collections, and looking forward to the information that has been generated. I think from both countries, the younger Kenyans were able to understand, have a deeper understanding of these objects, and also our German counterparts. The other element to these objects is that there are communities that had interest in even recreating some of these objects, and they had no idea how to get them. They were part of their oral narratives. And then when we moved with quality photographs and showed them, they got interest in actually having the actual objects. And some of them are also doing what we call cultural revival, where they're trying to remake, bring back some of these objects for cultural use in the ceremonies where they were originally used. And so what this shows us that there's a lot of learning that we still need to do, even as we engage in the issues of the discussion, the conversation around repatriation and restitution. The provenance research should be jointly carried. And just as this project has shown, often there's also the other burden of financing some of these activities. If the burden is on the national museums in Africa, it tend not to go on well, because when museums are under-resourced, the priorities get into something else. But thanks to Funders Goethe Institute, we were able to achieve this because we worked closely with our German counterpart, and we had the resources to move on and work with the community members as well. Thank you. Im letzten Raum der Ausstellung geht es um die Sammlungsobjekte des Weltkulturenmuseums. Insgesamt befinden sich ca. 870 Objekte aus Kenia in der Sammlung des Museums, vor allem zeitgenössische Kunst und auch Alltagsgegenstände. Die Erwerbskontexte dieser Objekte sind sehr unterschiedlich. Das heißt, manche Objekte kamen während der Kolonialzeit ins Museum. Die meisten wurden allerdings in den 1970er und 80er Jahren angekauft.
Die Objekte werden jetzt hier präsentiert zusammen mit ihren Objektbiografien. Und diese Objektbiografien sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Nationalmuseums in Kenia, mit denen wir zusammen Provenienzforschung zu den Objekten betrieben haben. Die Präsentation der Objekte ist außerdem ein großer Diskussionspunkt gewesen innerhalb des Projektes IIP. Das heißt, wir haben festgestellt, dass das Team sehr unterschiedliche Vorstellungen hat, wie man Objekte angemessen präsentieren kann. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass der Raum hier, in dem sich die Objekte befinden, nochmal umgestaltet wird im Laufe der Ausstellungsdauer. The Nest und Shift werden also im November und Dezember diesen Raum nochmal umgestalten und ihre ganz eigene Perspektive uns zugänglich machen, wie sie Objekte im Museum präsentieren möchten. Wir finden uns jetzt alle zusammen wieder im Veranstaltungsraum unten ein und stehen dann für die Fragen der Journalisten bereit. Vielen Dank. Ich würde dann die Diskutantinnen nach vorn bitten. Julia kommt gleich. Wie wir gesehen haben und vielleicht auch verstanden haben, Datenbanken und digitale Übermittlung ist schön und gut, aber es spielen sehr, sehr viele Dinge noch eine Rolle. Nicht nur, dass die Technik funktioniert, sondern eben auch Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn eine deutsch geführte Datenbank mit deutscher Dokumentation ist noch lange nicht für einen, selbst wenn sie online zugänglich wäre, wäre noch lange nicht für einen Kenianer lesbar. Und das sind halt solche Aspekte, die in gemeinsamen Projekten eine große Rolle spielen. Und weswegen ja auch solche gemeinsamen Projekte ganz wichtig sind, dass man all diese Punkte auch erstmal feststellt. Wo sind die Barrieren, die wir überwinden müssen und wie können wir gemeinsam daran arbeiten? Und jetzt ist Zeit für Fragen und bitte, wenn jemand eine Frage hat, kann er sie gerne stellen. Wir haben da hinten auch ein Mikrofon. Okay, aber tut nichts, aber egal. I would have a question to Jim Juju, because I think for you the emotional part of the objects was quite important, and maybe that is something which is sometimes missing if it comes to a database. Yes, absolutely. I think the database proved to be a very emotionally flat document, even though the contents that the database were referring to were quite difficult. So I think early on in the project, we at the Nest, we started to think through the emotional context of this work, and saw that there was not much room in the project and in general in the object restitution debate about the emotions of the issue, which were quite a factor for us in dealing with these terrible historical texts. So I think our thoughts leaving this project as a collective at the end of this project is that it's important for us to measure the emotional quotient of these issue and these partnerships, just to keep everyone feeling like as if they are seen and as if they are visible in these partnerships. Njoki, might you have any more thoughts about emotional labor? Sorry, can you hear me now? Wonderful. I think one of the things to note, and I think every member of IIP can attest to this, is that the kind of emotional tension of this project, because of the kind of material we were dealing with, the histories we were dealing with, would also inevitably find their way into the people that are having to deal with these issues. And that it's really, really important to be honest about these things instead of all kind of claiming or performing activity about an issue that it's very to be about. What we learned was to take time to have some very honest exchanges
about what we were feeling, and then kind of pick up from there and give one another a lot of room. Some discussions had to wait. Some discussions we would push forward and forward and forward, because trying to deal with those things together with all of the logistics of this very, very long and very intense project would have been impossible. So the thing that is important is to make room, create room for emotions in people, wherever the people may be. Ja, wenn jetzt, ja. Hello, my name is Sabine Balk. I'm a journalist, and I would like to ask again, I didn't understand correctly, what communities did you ask about the art objects? Did you show them the objects? How can I imagine, how did you do that? And what communities were they? And what did they exactly say about the objects? Thank you. Duma, I think this is a question for you. Are you able to get me? Yes. Okay. Yeah, so there were a select number of objects that we are working with. So we had 10 objects. And they were from, number one, from Kikuyu community. The number two, we worked with objects from the Luo community. We had objects from the Kalenjin, the Tugens, and also from the coastal community. So the communities were varied. And this is what we did. We had high-resolution photographs that we took with us as researchers to communities of origin. And so the first thing was to have the communities identify what those objects are. So we had basic sets of questions. For example, we'll ask, what is the object? What is the name, the local name? And also, of course, we knew what the English name was. The second thing was, how was that object made and who made it? The cultural significance of the object, when it was used, and what the absence of that object means to the local community. Yeah, because as communities were interested in also knowing the location, the current location of those objects, and also the stories of how those objects found themselves in their current locations. So those are the ideas that came about, how we approached it, and also the kind of information we are feeding back to the community. Thank you. Maybe I can ask towards our Frankfurt curators, what new content did you create in the course of this project for your own database, for the objects that are in your museum? Also wir haben die Zusammenarbeit lief ja mit dem National Museum, was den was die wissenschaftliche Erarbeitung der Objekte betraf, und wir haben eben auch Sachen korrigieren können. Also das heißt, in unserer Datenbank beziehungsweise auf den Inventarkarten wurden Sachen vermerkt, die einfach nicht korrekt waren. In dem Fall handelt es sich zum Beispiel um ein Tanzschild, der also das in Dume genannt wird, wo wir fälschlicherweise das Objekt schon vor langer, langer Zeit als Verteidigungswaffe inventarisiert hatten. Und das war tatsächlich einfach nicht korrekt. Und so konnte man dann eben rausfinden, in der direkten Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des NMK, aber auch mit den Communities, dass diese Bezeichnung nicht stimmt. Und so konnten wir eben auch Korrekturen vornehmen, von Objektdatensätzen. Das Spannende war ja, dass wir das übersetzt hatten mit Schild. Und dass dann die Leute vor Ort überhaupt nichts damit anfangen konnten und irgendwann sagten, ach, ihr meint ein Dume. Und ein Schild ist was, was im Krieg verwendet wird. Und ein Dume wird bei Initiationen verwendet. Und Initiationen finden nie zu Kriegszeiten statt. Insofern war es wirklich eine vollkommen verquere Übersetzung. Ja.
Vielleicht darf ich da noch hinzufügen, ich habe ja als Leitung des Hauses das Projekt eher so peripher verfolgt, aber was mich total fasziniert hat, war, dass es gar nicht nur Objekte des Interesses gefunden haben, die jetzt tatsächlich aus kolonialem Kontext stammen, sondern eben auch Objekte, die später gesammelt wurden, weil sie eben zu Politik und Sozialstruktur und Miteinander etwas ausgesagt haben und diese Objekte eben auch nicht in Kenia vorhanden waren, aus welchen Gründen auch immer. Und das, also was ich fand es besonders, dass es um ein Tuch ging, ein Kanga, wo der, ich glaube, das war Kenyatta, oder? Abgebildet war, korrigiert, Afrikanistin, korrigieren mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Und es war halt, glaube ich, zu einem ganz bestimmten Nationaltag gedruckt und verkauft. Und die damalige Kustodin der Afrika-Abteilung, Johanna Akta, hat es dort auf dem Markt gekauft. Und eigentlich wäre das zum Beispiel in einer Museumssammlung wie unserer gar kein Objekt von besonderem Wert, weil es neueren Datums ist, weil es eben nicht uralt ist, weil es auch schon sozusagen ein, früher hätte man gesagt, hybrides Objekt ist, mit europäischen Techniken vermischt. Und trotzdem hat es ungemein viel Diskussionen ausgelöst, ein besonderes Interesse. Und das fand ich halt bemerkenswert und das meine ich auch mit neuen Wegen des Lernens, weil wir lernen dann auch, was vielleicht Urheber Gesellschaften wichtig sein kann. Uns sind dann, wir blicken mit anderen Augen drauf und solche Objekte können eben auch von ganz enormer Bedeutung sein. Ja, wenn jetzt, bitteschön. Lutz Nietzsche from the German Culture Foundation, I'd like to ask you something. Why stop at 32,000? You've done such a great job and it's been such an intense cooperation, and obviously there are a number of museums in Germany abroad or a part of the project, but what is the perspective from now, and what is maybe your wish or your expectations from your German partners, how to sustain your work and how to continue your work? Thank you. Jim, would you like to answer that? I would say that I think this project has been illuminating to us in terms of the scope of the issue, because even this, you are right to say, why stop at 32,000? Because there's many more, we are pretty sure about that. And there are some collections that are out of our reach in terms of being in private collections or in institutions that don't necessarily think of themselves as museums. IIP was never designed to be a restitution project. It was more a data collection project. And so the more political dimensions of what comes next would seem to maybe fall outside of IIP's scope. But for us, I think since we started in 2018 or earlier, the debate around objects and the justice question has really turned around in the world. There's much more debate happening on this issue in many institutions. And so we are convinced that there is something about this moment in time that will create movement. We're very proud here from the people at NMK that this project has really shaped the government's perspective about objects and restitution. We feel that's a really, really strong indicator that things are really changing. However, on the more negative side, there have been this situation with the pandemic and COVID and how the global north has responded to it in terms of like vaccines, really has made us think through the morality question and whether indeed Europe are ready to engage with questions of justice and morality, because for us, the conversation between slavery, colonialism, vaccine inequity, and object return, there is a similar thread there, and it's always about morality and justice. So I think we are now very, very interested in the question of justice and morality. I have a follow-up question on the one that Dr. Nietzsche has asked. What about natural
quotation mark objects and beyond cultural artifacts. Have you drawn a boundary there? Or because right now we have a lot of discussions that actually the anthropological museums have gone first, but the next ones are going to be and already are the ones of natural history. So what about all the skeletons? And you have the lions already, but what with the other many things, including human remains? So have you included that in your work, or are you intending to broaden the spectrum there? Just to quickly comment, I think early on, yes, our focus was on the objects as a simply understood to be sculptures and all these artifacts from people's homes. But with time, we learned that there are other kinds of archives. For instance, the British, when they were leaving the colonies, they burned a lot of archives about all these records from the detention camps and from their ministries. And so there was a lot of loss of knowledge about what exactly was going on in the colonies, particularly in Kenya, which is said to be, have been one of the most violent colonies for the British. So we are interested in texts and documents as an archive. And lately, we are also interested in the idea of living archives of seeds from foods that were taken out of the Kenyan diet by colonial forces and exchanged with staples like wheat and corn. And so I think this framework of objects and the justice question applies to many other aspects of our lives that were dismantled by colonialism and that do require the same kind of attention that objects are receiving by projects like this. And so I guess in answer, a very vague answer to your question is that we are expanding our process and our method around unpacking these injustices to encompass a wider array of archives. And we are seeing increasingly that even here in Kenya, the conversation about connecting these archives is becoming a stronger narrative because it is that is the process of decolonization, which is looking at our past and erasing all the systematic elements that are not necessarily indigenous to us. Njoki and Juma probably have more to say about the question of other archives. We can't hear you. Sorry. Sorry. Can you hear me now? I can hear you. Yeah. Wonderful. I think one of the other archives that we definitely talk about as having been stolen from Africans and definitely been taken out of our way of life is the spiritual archive. And we're seeing much more openness towards having knowledge about what did people use to what spiritual rituals people used to do before, more reluctance to label it as witchcraft, more reluctance to label it as black magic, and more openness towards this knowledge, which was very, very intentionally taken away. There's a lot more interest in differentiating things that we have kind of accepted as this is what African art looks like. People want to know what tribe does this come from, what ethnicity does this come from, and an acceptance that even the borders of our country, Kenya, and everything that is called, whatever it is, we did not choose those names, we did not draw those borders. Those are borders that are drawn for us in Berlin, of all places. And so I think the thing to unpack here is that our own nations were taken away from us, and we have been put. We've been forced to practice a patriotism of another nation, another way of being, and then made to feel like when our instincts are to move back towards something more ethnic, then that is a sign of regression of some kind and a refusal to be quote unquote civilized. Even the whole idea of civilization, I mean, even science is rapidly
rapidly putting to bed forever, burying under the ground what that idea is, when every day it is the ways and the methods of indigenous people that are being found and proved now scientifically to be superior to what quote unquote Western civilization has pushed on the world for such a long time using such violent dominating methods. And so I think there's many thoughts with regard to the archive, what was allowed to be in what we call the archive, who wrote and defined what was kept in the archive, who we went to when we referred to the archive now, what can we go and get back from the past, what are the things that we need to grieve. Actually, a lot of conversations really echo what happens when the objects are brought back, and those actually it's important to draw a barrier and a boundary around them, that once the objects cross the border, then they are not the business of the people who have returned them, because there's a lot of peering and odd curiosity about what's going to happen to the object now that we've left it alone, if we give them back, and then kind of wanting to send monitoring spirits to see what's going to happen to the object and be instantly involved in the life of an object which was actually stolen, when the people who are supposed to make decisions about it, the people who should have the debates about it, the tensions, the conflict, which will be inevitable when these objects come back, do belong to the people who own the objects. It's their job. It's our job to decide, does the object go in the sitting room, in the bedroom? Should we bury it? Does it get destroyed? Do we keep it? How do we frame it? Does it even, when it came back under this name, is that name even true? Especially one of the things that we discovered with regard to looking at object provenances, especially in German museums, is that have been misnamed, they have been misattributed, and then it is us who are told that we lack capacity to keep our own objects, when we are the ones who actually perhaps know their names or can even say that the name that they have been given to this day is wrong. So I think an important thing would be to also have a very elastic view of what the archive is, and even as Jim said, expand into multiple dimensions around having more agency in what we want to keep, what we want to reclaim, and going far beyond the object into a truth about history. Maybe Juma? Thank you, Njoki and Jim. I think as National Museums of Kenya, one of the things we are looking at is also to continue with the expansion of this database. Because various community members members from different communities are still coming back to us with specific requests of about objects that they think are out there. So our work structure also has now factored in identification of Kenyan objects which are outside the country, and therefore this is going to be a continuation project. I know there was a question of why this should stop. I don't think if it's stopping, we are going to continue with it. And of course, natural history collection is going to be part of this, because some of what will be called natural history collection outside the boundaries of this country are actually known people to their families, to the country, to the nation. And it's incredibly important that we bring them back, not as specimen, the way they have been kept, but as individuals that deserve decent burial. And the families should be allowed to bury them and have them commemorated and celebrated as national heroes. Thank you. Thank you. Jetzt gibt es vielleicht auch noch Fragen aus dem Chat. Laura? Bisher wurden tatsächlich noch keine Fragen auf digitalem Wege gestellt. Gut, also dann scheint ja alles für die Leute, die online geschaltet sind, glasklar zu sein. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass natürlich jetzt die Ausstellung noch zu sehen ist und dass wir auch da sind. Und wer sich jetzt später noch mit uns in Verbindung setzen will, über E-Mail, Telefon und so weiter, der kann das gerne tun. Und wenn es Interesse gibt, noch mit den kenianischen Partnern oder Einzelnen von ihnen zu sprechen, vermitteln wir das auch in den nächsten Tagen gerne noch weiter. Und Yeah, I just want to thank everyone in the IIP program, or Julia and I want to thank.
it's been a bit exhausting to do this exhibition, but it was also very fun. And we enjoyed working together the whole years we have together. So thank you, everyone. And yeah, we hope to see you again on Zoom, like always in IIP program. But maybe also for the ones who are here, we can celebrate and we will have our Zoom. So thank you very much. And thanks also for the one who spoke to participate in our live watch Zoom thing. So thank you very much.